Einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich darf Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal heute am Montag, den 1. November 2021 begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet haben und möchten Ihnen folgende Themen präsentieren. Arbeitssicherheit. Gefährliche Berufe virtuell erlernen. Bauvorschritt. Das Touristinformationszentrum in Pömmete nimmt Gestalt an. Und vor der Wende begeben Sie sich auf eine Reise in die Vergangenheit unserer Elbstadt. Zu Beginn unserer Sendung möchten wir Ihnen ein Update zum Baufortschritt des Touristinformationszentrums am Ringheiligtum in Pömmete geben. Denn dieses besondere Gebäude aus Lehm nimmt langsam Gestalt an. Das Ringheiligtum in Pömmelte, welches zahlreiche Besucher anlockt, soll bis 2022 Interessierte mit einem Besucherzentrum empfangen. Am 8. September 2021 wurden die Lehmwände des zukünftigen Besucherzentrums von den Holzwänden befreit und präsentiert. Diese Lehmwände stellen dabei eine Besonderheit dar. Also es ist ein Stampflehmbau. Und diese Wände sind tragend, das ist ein Unterschied zu den nicht tragenden Stampflehmwänden. Diese Wände hier werden belastet und zwar mit einer relativ großen Betonplatte obendrauf, die das Dach bildet, das auch noch begrünt wird. Von daher ist die Qualität der Wände ausschlaggebend. Das heißt, wir haben von der Schichtung her Abstände von 6 cm verdichteter Lehm, Schicht für Schicht. Von unten bis oben rundherum gearbeitet. Und zudem die Kalkleisten, die in Abstand von 30 cm außen angebracht sind, die verhindern, dass Wasser, was ja gegen die Wand kommt, irgendwann durch schrägen Wind, durch schrägen Wasseranfall, dass das Wasser nicht tiefe Gräben, Erosionsrinnen in die Wände hineingräbt, sondern nur maximal 30 cm fließen kann. Und dann wird es eben durch die Kalkleiste aufgehalten. Sucht sich einen anderen Weg, sodass diese Wände dadurch viel besser geschützt sind. Sie werden nicht weiter verkleidet, sie werden nicht sonderbar geschützt, sondern die werden so die Witterung für die nächsten Jahrhunderte auch aushalten. Die Qualität dieser Lehmbauten wurden schon seit tausenden Jahren von der Bevölkerung genutzt. Solch ein Projekt benötigt nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern auch eine gute Zusammenarbeit aus vielen Gewerken. Ja, der politische Wille muss da sein, dass man hier was Besonderes hinstellt. Und dann muss man auch die Koryphäen haben, die das dann auch machen. Und in diesem Fall ist es eben das, der Professor Ziegert, der bei uns hier in Deutschland der entsprechende Mann ist, der solche Projekte auch begleitet, statikmäßig und auch genehmigungsmäßig das begleitet. Das ist ganz wichtig. Und der Bauherr ist damit auch nicht alleine mit seinen Problemen. Ein Architekt, der das gerne machen möchte und eben vom Bauherrn auch unterstützt wird und eben ja auch, sei es von Professor Ziegert und seinem Büro oder auch von Unternehmen, Dachverband Lehm, unterstützt wird, das auch zu realisieren. Also es greifen verschiedene Seiten und hier hat das eben geklappt, dass alles zusammen traf und das ist gut hier für diesen Ort. Die gute Zusammenarbeit ist nun auch an den errichteten Wänden zu erkennen. Diese werden für die nächsten 2 Monate luftdurchlässig eingerüstet, damit sie trocknen und die Last des Betondachs für 500 Jahre tragen können. Arbeitssicherheit ist ein wichtiges Thema in der Berufswelt. So sollen nun gefährliche Jobs auch virtuell erlernt werden können. Arbeitsschutz kann augenscheinlich sehr wichtig sein. Beim Metallsägen, Flexen oder Hämmern, jeder Splitter kann zum Projektil werden. Andere Gefahren lauern etwa bei der Feuerwehr. Ebenfalls offensichtlich, warum hier der Arbeitsschutz großgeschrieben werden muss. Selbst Training kann gefährlich werden mit Feuer. Darum wird neuerdings auch virtuell ausgebildet. Neuheiten gibt es also reichlich, der Bedarf steigt weltweit. Genau wie die Pandemie ist auch das Thema Sicherheit und Gesundheit ein globales Thema.
Wenn wir jetzt in die Produkte an sich schauen, die Branche hier präsentiert hat, ist ganz klar das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltige Produkte werden immer mehr nachgefragt, aber auch digitale Services und Lösungen. Das heißt, das sind die Themen in der Branche, die hier präsentiert wurden. Wir haben nochmal einen deutlichen Zuwachs in der Internationalität der Besucher hier auf der A&A in diesem Jahr erleben können. Ja, das Thema Nachhaltigkeit findet sich oft auf der A&A, der Fachmesse für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Viele Hersteller recyceln Kunststoffe, um Schutzausrüstung herzustellen. In manchen Bereichen ist sogar das Kompostieren möglich nach der Nutzung. Natürlich ohne, dass die Schutzfunktion beeinträchtigt wird. Das ist oft gar nicht so leicht. Ich muss das Material granulieren, das heißt, ich muss es shredden und dann in unser sehr aufwendiges Spritzgussverfahren zurückführen. Also in erster Linie ist es für uns kein Performance-Problem, aber in der Verfahrenstechnik liegt hier die Herausforderung, die richtige Materialmischung zu finden. Und auch beim Thema Atemschutzmasken drängt die Nachhaltigkeit, gerade in diesen Zeiten. Noch gibt es ihnen nicht den biologisch abbaubaren FFP2-Schutz, aber viele Hersteller tüfteln bereits daran. Problem ist, die Qualität und die Sicherheit auch mit solch ökologischen Kunststoffen zu gewährleisten. Wir möchten Sie natürlich auch auf den aktuellen Stand halten und präsentieren Ihnen nun unsere Kurznachrichten aus Schönebeck und der Region. Unter anderem stehen neue Straßensperrungen an. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Der Salzlandkreis reagiert auf das anhaltend hohe Infektionsgeschehen. Nach den Herbstferien müssen sich nach einer erlassenen Allgemeinverfügung alle Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal aller Schulformen im Salzlandkreis von Montag bis Freitag täglich vor Unterrichtsbeginn per Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Ein negatives Testergebnis ist demnach Voraussetzung, um Zutritt zu Schulgebäuden zu erhalten. In der zweiten Woche nach den Herbstferien müssen Schnelltests noch an 3 Wochentagen genutzt werden. Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig Geimpfte sowie Genesene, die keine typischen Krankheitssymptome aufweisen. Durchgeführt werden kann der Test unter Aufsicht auf dem Schulgelände oder zu Hause. Dann ist allerdings eine qualifizierte Selbstauskunft der jeweils Sorgeberechtigten notwendig. Das Ringheiligtum in Szene setzen, das können Hobbyfotografen und Kulturbegeisterte noch bis zum 30. November im Rahmen des Fotowettbewerbs 2021. Die Aktion wurde damit noch einmal um einen Monat verlängert. Der oder die Gewinner erhalten eine kostenlose Führung am Ringheiligtum Pömmelte für 2 Personen an einem Termin nach Wahl sowie die freie Teilnahme an einer weiteren Veranstaltung am Ringheiligtum. Alle Teilnahmebedingungen finden sich auf der Internetseite ringheiligtum-pömmelte.de. Heum und Ranis gleich auf vorn. Beide Orte gehen als Sieger hervor im 5. Kreiswettbewerb des Salzlandkreises Unser Dorf hat Zukunft. Sie haben sich damit direkt qualifiziert und werden im nächsten Jahr für die Region beim Wettbewerb auf Landesebene antreten. 1.500 € Siegerprämie für jeden in der abgeschlossenen Runde aus der Landeskasse helfen bei der Umsetzung des einen oder anderen Vorhabens. Aber auch alle anderen 17 Orte, die bis zum Schluss dabei blieben und so den Kreiswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft auf eine quantitativ neue Stufe hoben, dürfen sich in diesem Jahr erstmals über ein kleines Preisgeld zur zusätzlichen Motivation freuen. Durch fortschreitende Baumaßnahmen in Bernburg im Bereich der Kreuzung Auguststraße-Lindenstraße kann ab Montag, den 11. Oktober, die Lindenstraße nicht mehr durch Linienbusse befahren werden. Die Linie 115 wird über die Karlstraße umgeleitet, wodurch die Haltestellen Karlsplatz, Auguststraße und Lindenstraße in beiden Richtungen leider nicht mehr bedient werden können. Ersatzweise empfiehlt die KVG die Nutzung der Haltestellen Friedensstraße, Busbahnhof oder Karlstraße an der Mehringschule. An der Haltestelle Karlstraße hält die Linie 115 zusätzlich. Die genannten Änderungen gelten voraussichtlich bis zum 26. November. Die Stadt Schönebeck hat aktuell 28 Sportvereine mit Sitz in Schönebeck, die ein breites Sportangebot für knapp 4.600 Mitglieder anbieten. Im Jahr 2012 fand durch die Stadt Schönebeck das Sachgebiet Kultur und Sport zuletzt eine Bestandserhebung der Sportstätten als Ist-Analyse statt. Diese Daten gilt es nun zu aktualisieren und im Zuge der Sportstättenentwicklungsplanung die Stadt Schönebeck als Sportstadt weiterhin aufzustellen.
Der Landessportverbund Sachsen-Anhalt e.V. initiiert in diesem Zusammenhang 2021 ein 18-monatiges Modellprojekt zur Umsetzung einer Sportstättenentwicklungsplanung. Als Modellregion wurde die Stadt Schönebeck mit ihren Ortschaften ausgewählt. Am vergangenen Mittwoch wurde der Vertrag zwischen der Stadt Schönebeck und dem Landessportbund unterzeichnet. Die Kick-Off-Veranstaltung mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt, Vereine, der Kreissportbunds und weiteren ist für Oktober und November diesen Jahres geplant. Im Rahmen der Winterfestmachung beginnt ab sofort die jährliche Kontrolle der Hydranten durch die Schönebecker Feuerwehr im Auftrag der Stadtwerke Schönebeck GmbH. Hierzu werden alle Hydranten im Trinkwassernetzgebiet auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft. Bei dieser Kontrolle werden die Hydranten geöffnet, kurz gespült und eingefettet. Dadurch wird das Einfrieren bei winterlichen Temperaturen verhindert. Durch die größere Wasserentnahme kommt es gelegentlich zur Ablösung einer mineralischen Kruste in den Wasserleitungen. Dies kann stellenweise zu einer bräunlichen Verfärbung des Trinkwassers führen, welche gesundheitlich unbedenklich ist und sich gewöhnlich noch am selben Tag legt. Die Prüfungen der insgesamt 1264 Hydranten in Schönebeck, Plötzki, Prezin und Ranis werden voraussichtlich bis Ende November abgeschlossen sein. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer Gesamtsperrung des Verkehrs in der Karl-Jenicke-Straße in Schönebeck. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden vom 2. bis zum 5. November 2021 auf der Höhe der Hausnummer 13 vorgenommen. Grund hierfür sind dringende Reparaturmaßnahmen an einem Trinkwasserhausanschluss. In der Gustav-Zenker-Straße kommt es vom 3. bis zum 8. November 2021 zu einer Vollsperrung des Gehweges und einer halbseitigen Fahrbahnsperrung im Abschnitt der Hausnummern 7 bis 9. Das Parken ist in diesem Bereich beiderseitig nicht möglich. Wegen der Verlegung der Fernwärmeleitung der Abschnittecke am Stadtfeld Erik-Weinert-Straße wird für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr vom 21. Oktober bis 30. November 2021 gesperrt. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Dies war der erste Teil unseres Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal und ich gebe kurz ab in die Werbung. Bleiben Sie aber dran, denn gleich danach sind wir wieder für Sie da. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Die Fleischerei Brinkmann in Altfrohse begeistert seit vielen Jahren mit Qualität und Expertise. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Genießen Sie in der gemütlichen Imbissecke frisch vor Ort zubereitete Sojanka oder ein saftiges Schnitzel. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann. Weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst. Erdgas und Strom von EMS. Wir beraten Sie gerne im Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 in Schönebeck. Wir freuen uns auf Sie. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung begrüße ich Sie wieder sehr herzlich zu unserem Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal am Montag, den 1. November 2021. Wir freuen uns sehr, dass Sie weiter dran geblieben sind. Wir begeben uns nun auf eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Elbstadt. Erhalten Sie einen Einblick in unsere Sendereihe Schönebeck vor der Wende Teil 2, heute mit dem Thema Minibus Paulchen. Zu einem so großen Geburtstag gehören auch große Geschenke. Und diese Geschenke hatten sich die Schönebecker selbst gemacht. Die Traktorenbauer zum Beispiel bauten einen Minibus. Paulchen hieß der prachtvolle Minibus. Ein Geschenk an die 750-jährige Stadt Schönebeck.
Der Minibus war viele Jahre im Kreisgebiet auf Tour. Ganz besondere Ausflugsziele waren der Bierer Berg und das Naherholungsgebiet Plötzky-Prezin. Schulklassen aus Schönebeck nutzten sie gern. Die Gelegenheit, mit Paulchen einen Ausflug zu unternehmen. Aber es gab noch viele weitere Geschenke zum Jubiläum. So der Springbrunnen am Schwanenteich in Salzelmen. Die Schönebecker nennen ihn Pusteblume, da das Wasserspiel in seinem oberen Teil der Pusteblume gleicht. Mehrere hundert Zuschauer waren dabei, als der damalige Genosse Hans Leinung vom Traktorenwerk den Springbrunnen den Schönebeckern übergab. Mit viel Fleiß und Ideen haben die Dieselmotorenwerker auf dem Biererberg ein Naherholungszentrum geschaffen, das allen Besuchern einen angenehmen Aufenthalt bieten sollte. Sind Sie auf der Suche nach Aktivitäten für Ihre Freizeitgestaltung? Dann werden Sie sicherlich bei unseren Veranstaltungstipps aus Schönebeck und der Region fündig. Unter anderem wurde ein Referent in das Salzlandmuseum eingeladen. Zu einem Vortrag lädt das Salzlandmuseum als Korrespondenzstandort zur Landesausstellung Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra Neue Horizonte ein. Am kommenden Freitag, den 5. November um 18.30 Uhr begrüßt das Museum Dr. Thorsten Schunke, Referent für die archäologische Landesaufnahme und geografische Informationssysteme am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Er wird über den Aunjetitzer Fürstengrabhügel Bornhöck und seine Grabkammer berichten. Das Salzlandmuseum bittet um telefonische Kartenreservierung unter 03471 68 46 24 41 0 oder per E-Mail an museum@kreis-slk.de. Der Eintritt beträgt 5 Euro pro Person. Der Solepark lädt am Freitag, den 5. November 2021, alle Interessierten zum Rundgang Radierwerk am Abend ein. Die Besichtigung beginnt um 19 Uhr am Kunsthof Bad Salzelmen. Nach einem Einblick in die Geschichte und den Nutzen des Radierwerks krönt, in Abhängigkeit der Witterung, der anschließende Aufstieg den abendlichen Rundgang. Für Gruppen ab 10 Personen wird um eine persönliche oder telefonische Voranmeldung unter 03928 70 55 55 gebeten. Der Kunsthof Bad Salzelmen lädt am Sonntag, den 7. November 2021, zum nächsten Schausieden am Sonntag ein. Von 14 bis 17 Uhr lassen sich die Salzsiederinnen und Salzsieder bei der Arbeit im Schausiederhaus über die Schultern schauen und beantworten dabei gern Fragen zu diesem alten Handwerk. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, sich auf einen geführten Rundgang durch den Soleturm und auf das Gradierwerk zu begeben. Für Gruppen ab 10 Personen wird um Anmeldung unter 03928 70 55 55 gebeten. Bereits zum zweiten Mal führt der Salzlandkreis vom 4. bis zum 14. November 2021 gemeinsam mit zahlreichen Schönebecker Akteurinnen und Akteuren eine Veranstaltungswoche gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus in Schönebeck durch, zu der alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Stadt und deren Gäste ganz herzlich eingeladen sind. Zu den vielfältigen Veranstaltungen gehören dabei nicht nur eine Gedenkveranstaltung, ein Literaturnachmittag, ein Konzertnachmittag sowie ein Schabbatabend, sondern auch Schulprojekttage, welche jüdisches Leben und jüdischen Alltag sowie die jüdische Geschichte in Schönebeck zum Inhalt haben. Ein festes Zeichen der Verbundenheit und Gemeinschaft soll gesetzt und gleichzeitig für Toleranz und ein respektvolles Miteinander geworben werden. Die Eröffnungsveranstaltung der Aktionswoche findet am Donnerstag, dem 4. November 2021 um 14 Uhr im Salzlandmuseum in Schönebeck statt. Broschüren liegen in Kürze bei der Stadt Schönebeck, bei Rückenwind, im Schneewindhaus und in den Schönebecker Touristinformationen am Markt sowie am Soleturm aus. Zu guter Letzt werfe noch einen Blick auf unsere Wettervorschau der kommenden 3 Tage. Mit herbstlich wechselhaften Verhältnissen starten wir in die neue Woche. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck.
Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserer Wettervorschau der kommenden drei Tage. Der Dienstag begrüßte uns bei 6 Grad mit bedeckten Aussichten. Tagsüber bleibt es voraussichtlich trocken. Die Temperaturwerte können bis zu 12 Grad ansteigen. Auf den Mittwoch hin lockert es ein wenig auf. Den Tag über begleitet uns ein Mix aus Wolken und Sonne. Die Temperaturwerte bewegen sich zwischen 5 und 11 Grad. Der Donnerstag begrüßt uns wieder mit einigen Wolken. Bei Tiefstemperaturen von 6 Grad erwartet uns leichter Regen. Die Maximalwerte liegen bei 8 Grad. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Mit diesen Aussichten verabschiede ich Sie in den Abend und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Bleiben Sie fit und munter. Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und begrüßen Sie dann am Mittwoch wieder mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin, machen Sie es gut. Dies war das Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal mit Hanna Hartmann.